Peggy Munch. Peggy Munch, Sie sind schon als Kind ein kleiner Star gewesen. Heute sind Sie ein großer. Sie sind im Showbusiness buchstäblich groß geworden. Was bedeutet Ihnen Ihr Beruf, Ihre Karriere? Ich habe gesungen all my life. So, to sing is... Singen ist ein Vergnügen für mich und keine Arbeit. Wie schön, dass ich dabei noch Karriere gemacht habe. Ich liebe meinen Beruf. Ich reise viel und tue alles, was mir Spaß macht. I like to do and I travel quite a bit and like to do that. So it's a nice thing for me. Sie sind seit kurzem verheiratet. Sind Sie auch eine gute Hausfrau? Well, ich kann clean, you know, I can clean the house and Können Sie gut kochen? Und was kochen Sie am liebsten? Well, let's see. Tee und Suppen. Easy things, you know. I'm still ganz einfache Dinge. Aber im Ernst, meine Brathähnchen sind fantastisch. Wie viele Frauen in der Welt, so lieben auch Sie Minikleider. Warum? I was told I have good legs. Man sagt mir, ich habe gute Beine und ich bin der Meinung, wenn es ein Mädchen kleidet, warum soll es nicht Mini tragen? Außerdem findet es mein Mann schön. Vielleicht verraten Sie einmal unseren weiblichen Zuschauern, wo Sie Ihre so oft bewunderte Garderobe beschaffen. I make quite a few. Ich mache? Ich nähe. Oh, ich nähe? Ja. Ach so, Entschuldigung. Ich nähe. Nehmen. Ja, many, many, many things. And, vieles mache ich selbst. Oder ich gehe Schaufenster bummeln und kaufe, was mir gefällt. Als Star haben Sie viele Verpflichtungen. Das betrifft nicht nur Ihre Kleidung. Man darf buchstäblich sein Gesicht nicht verlieren. Man muss sich pflegen. Haben Sie in dieser Richtung irgendwelche Tipps für Ihre Fans? Die Mode für heute ist nicht so viel. Mask ist natürlich. Ich meine, wenn ein Mädchen nicht unbedingt ein Make-up braucht, sollte sie es lieber nicht tun. Vielleicht die Augen, aber auch nicht viel mehr. Ich liebe mehr den heutigen Stil als den früheren Zeiten, gerade weil man heute natürlich bleiben kann. Das ist nicht nur die Mode, sondern für viele auch besser. Und den Männern gefällt es. The best thing is to remain natural. It's the mode and it's much, much better for you. And boys like it much better. Please, thank you much. Wenn sich in Ihrer Ehe ein Kind einstellt, werden Sie dann aufhören zu singen? Would you stop your career then? I think when the time comes. Wenn ich eines Tages Mutter bin, werde ich mich ein wenig bremsen müssen und nicht so viel herumreisen. Wenn ich aber reisen muss, dann bringe ich es eben mit. And if I have to, ich bringe mit. Eine letzte Frage. Lieben Sie Tiere? Oh, yes, natürlich. Natürlich, sie liebt Tiere und sie singt. Heute wollen wir versuchen, beides unter einen Hut zu bringen. Hören und sehen Sie nun Peggy Munch mit Happy Birthday to You.